das ist so maximal provokativ gerade, was der hier macht. Hier sind überall Polizisten und jetzt werden hier die LSD-Plakate aufgehangen. Es ist so. Er wirbt für LSD und verkauft es ganz offen. Ja, also wir haben LSD bestellt. Es geht um eine Forschungschemikalie. Und welche Art von Forschung dann jeder macht, ist dann jedem überlassen. Du lieferst jetzt gerade Drogen aus. Bist du unterm Strich nicht einfach ein Dealer? Legaler Dealer. Wie läuft das Geschäft mit dem legalen LSD? Wir sind in Berlin. Wir sind auf dem Weg zu einem gewissen Trump. My name is Karl Philipp Trump. Karl Philipp Trump heißt der Typ. Und der verkauft sowas wie ja, ein angeblich legales LSD. And we have now changed our pricing. Ich meine, Drogen verkaufen ist in Berlin jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber diese Form soll legal sein. So we now charge roughly the lowest pricing in the world. Gar keine Vorstellung, wo wir uns jetzt reinbegeben quasi. Hier sind wir schnellen. Hi, Karl Philipp. Wir probieren das aber nicht aus, ne? Nee. Ja, moin. So, sollen wir uns die Schuhe ausziehen? Und da ist er, Karl Philipp Trump. Angeblich entfernt verwandt mit einem berühmten amerikanischen Ex-Präsidenten. Ja, also wir haben LSD bestellt von unserem großen Zulieferer aus Holland. Das sind 5000 Tabs 1CP-LSD. Noch verpackt, also DHL verpackt. Und das sind so 7200 Euro ungefähr. Mit Mehrwertsteuer. Und die kannst du jetzt einfach in den Niederlanden bestellen? Die oder? Kann man einfach in den Niederlanden bestellen, genau. LSD ist doch illegal und... Genau, also wir verkaufen kein LSD, wir verkaufen 1CP-LSD. Das ist ein legales LSD-Derivat und das kann man ganz legal im Einzelhandel erwerben. Als sogenannte Research Chemical, als Forschungschemikalie. Und verkaufen das eben ganz normal. Ganz normal scheint hier eigentlich nichts. Aber gut, wir hören erstmal zu. Das sind jetzt Pappen. Auf der einen Seite ist die Strukturformel draufgedruckt, dass man eben auch nachvollziehen kann, was das für eine Substanz ist. Und auf der anderen Seite ist eben der Name der Substanz. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn die Polizei kommt, dass sie eben nachvollziehen kann, es ist eben nicht LSD, sondern es ist eben 1CP-LSD. Das ist die Strukturformel von Lysergsäure-Diethylamid, kurz auch LSD oder Acid. Das unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. Es ist verboten. 1CP-LSD wiederum ist ein sogenanntes Derivat. An der Grundsubstanz von LSD werden hierfür kleine molekulare Veränderungen vorgenommen. Aber die Kernstruktur von LSD bleibt erhalten. Trotzdem ist es legal. So, Trump benutzt hier zwei Tricks. Zum einen verkauft er kein reines LSD, sondern ein chemisch verändertes LSD. Und zum anderen ist das offiziell noch eine Forschungschemikalie, also die eigentlich gar nicht für den Konsum gedacht ist. So, das ist auch sehr wichtig, dass es eben klar wird, es ist nicht für den menschlichen Konsum. Es ist not for human consumption. Es geht um eine Forschungschemikalie. Und welche Art von Forschung dann jeder macht, ist dann jedem überlassen. Würdest du das Droge nennen eigentlich, oder? Naja, es ist schon eine Droge, ja. Ist schon auf jeden Fall. Es ist eine Droge. Ist eine Research Chemical, kann eine Droge sein. Es kann auch nur eine normale Research Chemical sein, aber das sind Drogen. Und an denen verdient Trump in den ersten zwei Monaten fünfstellig. Aber Trump möchte nicht als Drogenhändler gesehen werden, eher als Erwecker. Also ich denke, viele werden dadurch politisch, wollen sich engagieren. Durch LSD? Durch LSD, ja. Es war ja in den 60er Jahren auch eine sehr politische Droge. Und ich hoffe, dass dadurch eine stärkere Politisierung der Gesellschaft stattfindet, wenn mehr Leute LSD oder 1CP-LSD konsumieren. Aber in welche Richtung soll das gehen, die Politisierung? Ja, in eine deutliche linksgerichtete Richtung, also dass man kritischer wird über die herrschende Politik, dass man sagt, die Drogenpolitik ist vielleicht komplett daneben, man sollte es einfach legalisieren und besteuern. Schon immer wurde in LSD viel hineinprojiziert. 1938 wurde es vom Chemiker Albert Hofmann entdeckt. Es lag der Herstellung des LSD ein bestimmter Plan, eine bestimmte Absicht zugrunde. Hofmann suchte ursprünglich nach einem Kreislaufmittel. Dabei nutzte er einen natürlich vorkommenden Pilz, das sogenannte Mutterkorn. Aus diesem Pilz gewinnt er LSD, macht einen Selbstversuch. Beim Arbeiten mit dem Lysergsäure-Diethylamid geriet ich plötzlich in einen merkwürdigen, traumartigen Zustand.
der nicht unangenehm war, der nur kurz dauerte, 2-3 Stunden. Viele Jahre ist LSD ein legales Medikament. Mediziner geben es bei Alkoholsucht und Depression, verschrieben als Stimmungsaufheller unter dem Namen Dilysid. In den 60er Jahren beginnen plötzlich junge Menschen das Mittel zu konsumieren, als Rauschmittel, massenweise. 1971 wurde LSD in Deutschland verboten. Unter der Einwirkung von LSD setzen sich Erlebnisphänomene neu zusammen. Raum und Zeit, der eigene Körper und die eigene Bewusstseinslage werden anders eingeschätzt. Es ändert sich also die Optik, das aber auch in einem ganz direkten Sinn. Die Versuchsperson registriert, wie Raumkonturen sich auflösen, wie der Boden zu schwanken beginnt und wie die Dimensionen sich verändern. Also es gibt das Risiko, dass man in diesem psychotischen Zustand, was ja LSD letztlich ist, dass man verzweifelt, dass man einen Bad Trip hat, dass man wirklich schlimme 12 Stunden hat. Also man kann auch wirklich eine existenzielle Krise erleben. Warnst du auch davor? Oder? Also ich sage meinen Kunden immer, es kann einen Bad Trip geben. Und das ist keine Theorie, das ist real. Bad Trips gibt's. Aber es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er macht. Ne? Wenn Trump es erzählt, klingt es irgendwie handelbar. Was er nicht sagt, so ein Bad Trip kann je nach Veranlagung ewig dauern und zu einer lebenslangen, unheilbaren Psychose führen. Ja, wir haben hier 2 Proben gekauft, gerade von Karl Philipp Trump, von seinem LSD. Und die schicken wir jetzt per Post an ein toxikologisches Institut nach Freiburg, um mal checken zu lassen, was da wirklich drin ist. Wahrscheinlich ist da nur ein CP-LSD drin, vielleicht ist da gar nichts drin und vielleicht ist da aber auch was ganz anderes drin. Sowas haben wir vorher auch noch nicht gemacht. Hoffentlich macht die Post keinen Ärger und vermutet Drogenschmuggel oder sowas. So, die Auswertung soll in circa 1 bis 2 Wochen vorliegen. Was sagt eigentlich die Polizei zu Trumps Business mit dem LSD-Derivat? Wir sind verabredet mit dem Leiter des Drogendezernats. Olaf Schremm und seine Kollegen haben im Sommer diesen Jahres Karl Philipp Trump festgenommen, weil sie ihn verdächtigt haben, mit LSD zu handeln. Hat sich aber herausgestellt, ist ja ein CP-LSD, mussten ihn freilassen. Deswegen fragen wir uns, wie findet eigentlich so ein LKA-Dezernatsleiter das, Karl Philipp Trump, so ein Derivat frei verkaufen kann. Hallo Herr Schremm. Grüße Sie. Moin. Alles klar. Ja. Ja, wir müssen uns letztendlich den gesetzlichen Vorgaben beugen. Wenn es nicht strafbar ist, ist es nicht strafbar. Wir müssen es also so hinnehmen, dass die Rechtslage im Moment so ist und dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat. Also Ihnen sind quasi da auch die Hände gebunden? Zumindest aus strafrechtlicher Sicht. Einmal die Rechtslage. Jetzt bitte kurz konzentrieren. Strafrechtlich gibt es 2 relevante Gesetze. Und zwar das Betäubungsmittelgesetz, kurz BTMG. Das regelt so klassische Drogen wie Heroin, Marihuana und Kokain. Und zum anderen wurde 2016 das neue psychoaktive Stoffegesetz eingeführt, kurz NPSG. Das regelt so neue Stoffe, Designerdrogen aus Laboren. Und einmal im Jahr wird dieses NPSG erweitert. Und ein CP-LSD ist einfach noch so neu, dass es nicht vom Gesetz erfasst wird. Und dann denke ich mal, dass nach unseren Prüfungsprozessen es irgendwann anders sein wird. Oder spätestens dann, wenn auch, wie gesagt, mit der nächsten Änderung auch dieser Stoff ins NPSG reinkommt. Es ist ja schon kurz davor. Wir warten auf die nächste Novelle vom NPSG. Ein CP-LSD steht schon auf der Liste drauf. Ja? Wann rechnen Sie damit, dass das dann umgesetzt wird? Frühjahr 2021 vielleicht. Ja? Ja. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer neue Substanzen kommen auf den Markt, werden eine Zeit lang frei verkauft, bis das Gesetz angepasst wird und sie verboten werden. Unsere Proben sind mittlerweile im Toxikologischen Institut der Uniklinik Freiburg bei Hannes Schwelm angekommen. Du hast ja für uns das 1-CP-LSD, was wir dir zugeschickt haben, ausgewertet. Was hat denn deine Analyse ergeben? Genau, also wir haben, du hattest ja 2 Proben geschickt. Wir haben beide analysiert und konnten in beiden 1-CP-LSD nachweisen. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Wirkt 1-CP-LSD genauso wie LSD? 1-CP-LSD unterscheidet sich in seiner Wirkung wahrscheinlich kaum vom LSD, da im Prinzip der Prodrug dafür ist. Welche Risiken entwickeln sich denn da, wenn ich immer wieder neue Stoffe dran setze? Es bleibt im Prinzip unvorhersehbar, wie sich dann, gerade wenn jetzt das tatsächlich mit Menschen konsumiert wird, dann im Körper verhält.
ob sich dadurch irgendwelche Nebenwirkungen ergeben. Wenn ich ein CP-LSD, wo es keine Studienlage zu gibt, dann werde ich ja selber zum Probanden irgendwie, oder? Genau, ja. Konsumenten setzen sich oder werden da halt einem großen Risiko ausgesetzt. Hannes hat mir in dem Interview auch erzählt, dass es quasi unendliche Möglichkeiten gibt, die Molekularstruktur eines Stoffes so zu verändern, dass sie zwar wirkungsgleich ist, aber nicht vom Gesetz erfasst wird. Und diese Problematik werden wir immer wieder haben. Und insofern bin ich davon jetzt nicht überrascht. Es frustriert mich auch nicht, weil ich weiß, es ist eben halt ein Wettlauf. Und der illegale Markt sucht sich immer wieder neue Nischen, um Geld zu verdienen. Das ist ja das Ziel letztendlich des illegalen Marktes. Da werden wir dann immer wieder in die Situation kommen, dass es Stoffe gibt, die wir bisher nicht kannten und die wir halt dann neu zu bewerten haben. Das könnte sehr gut sein, dass das also in den nächsten Monaten schon passiert. Deswegen versuchen wir, möglichst kleine Mengen zu kaufen, aber doch groß genug, um irgendwie relevant noch eine Marge rauszukriegen. Was bedeutet das denn für dein Geschäft, wenn ein CP-LSD für illegal erklärt werden würde? Ja, das ist meistens mit so einer Übergangsregelung, dass man also mehrere Monate Zeit hat. Und dann kann man sich also darauf einstellen, kann die Ware noch verkaufen. Wenn dann zu viel übrig ist, muss man gucken. Man kann es ja noch in andere Länder verkaufen. Also es ist kein großer Schock oder so. Das ist was, womit wir rechnen. Eindrücklicher kann ein Rechtsstaat eigentlich nicht scheitern. Wie sehen das die Konsumenten? Wer nimmt eigentlich ein CP-LSD und warum? Wir sind heute in der Wuppertal gefahren, um mit einem Typen zu sprechen, der Erfahrungen hat mit einem CP-LSD. Dann mache ich mal Kamera aus, weil er will nicht erkannt werden. Dann machen wir das Treffen jetzt mal ohne Kamera, ja? Ja, alright. Nennen wir ihn Finn. Seinen echten Namen möchte er nicht verraten, denn Finn wohnt noch bei seinem Vater. Und sein Vater findet LSD nicht so cool. Er ist 19 Jahre alt. Wir fahren in seinem Auto rum. Ja, der hat uns hier so eine Flasche gezeigt. So eine PET-Flasche, die halb voll war. Meinte so, ja, bitte nicht trinken, da ist LSD drin. Hat er aus dem Urlaub noch Reste. Finn kennt sich aus mit legalen Drogen. Informiert hat er sich in diversen Online-Foren. Mit anderen Usern tauscht er sich über seine Trip-Erfahrungen aus. Wie bist du auf den Trichter gekommen, dich für das Derivat zu entscheiden? Ja, weil ich einfach nicht wüsste, wo ich das echte herbekomme. Also ich habe mal aus Spaß in Dortmund nachgefragt, da wird es nicht verkauft. Da werden nur die gängigsten Substanzen verkauft. Das sind Kokain, Heroin, Amphetamin. Und spielt die Gesundheit eine Rolle? Jugendschutz ist ein großes Thema. Aber wenn ich mir jetzt überlege und sage, ich war 15 und möchte LSD nehmen, wenn ich auf die Straße gehe, auf dem Schwarzmarkt, da fragt mich kein Dealer nach dem Ausweis. Dem ist der Ausweis doch scheißegal. Die Reinheit der Substanzen ist natürlich auch immer ein Thema. Was halten die Foren-User vom möglichen Verbot vom 1CP-LSD? Die machen sich größtenteils lustig über die Gesetzgebung, weil die sagen halt, komm, was bringt es? Die Hersteller haben noch 20 neue Substanzen auf Lager, die wir dann alternativ nehmen können. Also die machen sich lustig über die. Zurück zu Karl Philipp Trump. Wie häufig hast du das jetzt schon mit der U-Bahn? Oh, das habe ich jetzt schon einige Male gemacht. Also, ich weiß es nicht. Ich schätze jetzt mal, sagen wir mal 10 Mal oder so habe ich das gemacht mit der U-Bahn. Sonst laufe ich auch. Trump bietet seinen Kunden einen Lieferservice. Da er aber keinen Führerschein hat, muss er mit der U-Bahn fahren. Du lieferst jetzt gerade Drogen aus. Du bist ja unterm Strich nicht einfach ein Dealer auch irgendwie? Man könnte es als Dealer sehen, es ist ja eine legale Substanz, also insofern legaler Dealer. Legaler Dealer, ja. Welche Erfahrung hast du denn mit LSD gemacht? Ja, mit LSD habe ich auch kontroverse Erfahrungen gemacht. Also ich bin durchaus auch mal im Zuge meines Konsums in der Psychiatrie gelandet. In der Psychiatrie? In der Psychiatrie und hatte da einen Fall von katatoner Schizophrenie. Also konnte mich nicht mehr bewegen. Und das wurde unter anderem auch zurückgeführt auf LSD-Konsum. Also es ist nicht ganz unkritisch. Und gleichzeitig verkaufst du es? Ja. Ich meine, es besteht ja auch ein Risiko für deine Kunden, oder nicht? Ja, also... Wenn du schon solche Erfahrungen gemacht hast... Also ich würde sagen, das sind Einzelfälle. Also bei mir ist es halt sowieso, dass ich das halt wahrscheinlich genetisch bedingt habe. Und deswegen kann das quasi ein Trigger sein, dass man eben durch den LSD-Konsum potenziell so einen katatonen Zustand erreicht, wo man sich nicht mehr bewegen kann. Ich schreibe ihm jetzt einfach mal kurz. Ach, den Namen hattest du jetzt gar nicht mitgenommen? Nee, den Nachnamen weiß ich nicht. Ich weiß nur den Nachnamen Anfangsbuchstaben. Also, der wird gleich runterkommen. Ach,
Auto oder sogar rein. Ja. Wir sind jetzt in der Wohnung des Kunden. Karl hat gerade angestellt, um das LSD-Derivat abzugeben. Und jetzt ist der Kunde eben zur Sparkasse raus, Geld holen und hat uns jetzt, also der kennt uns nicht, angeblich, oder er kennt uns nicht und jetzt ist er eben zur Bude raus. Jetzt warten wir den, bis er Kohle holt und der lässt uns jetzt hier, wir haben es vorher noch nie gesehen. Ja, jetzt sind wir in seiner Wohnung und warten, bis er Geld holt. Ja, ich denke, bei LSD ist es halt immer so, dass man relativ vertrauenswürdig rüberkommt. Es ist ja kein Methamphetamin, wo man jemanden irgendwie abzockt oder so, sondern es ist ja ein relativ günstiger Preis und wir sind ja relativ vertrauenswürdig. Und ich habe mich auch angekündigt, dass wir kommen und insofern denke ich, vertraut uns. Aber euer erstes Mal? Ja, ja, es ist unser erstes Mal, ja. Kennst du denn den Unterschied zwischen LSD und dem 1CP-LSD, was du jetzt bestellt hast? Ich habe mich informiert. Es gibt aber sehr viele verschiedene Aussagen, also über die Wirkung. Manche sagen, es ist besser. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ganze legal ist oder illegal ist. Das wäre auch noch so eine Frage. Ich meine, noch ist es legal? Also ich würde von dir gern noch ein paar Infos haben wollen. Wie nimmt man das überhaupt? Und wie viel? Also gleich anderthalb auf einmal oder erst ein halbes und dann noch ein halbes? Also wie Leute das nehmen zum Konsum, ist so eine Sache. Es ist so, Microdosing sind so ein Viertel-Tab alle 3 Tage. Mhm. Full-Tripping ist so 1 Tab bis 6 Tabs auf einmal. Und das ist jedem selbst überlassen, wie er eben konkret das anwendet, wie er konkret forscht. Mhm. Ja, das ist deine Entscheidung. Also das verunsichert mich jetzt. Gut, es passiert jetzt nicht, dass ich irgendwie auf die Idee komme, mit dem Auto 200 durch die Stadt zu fahren. Nee, also man ist natürlich wach, ne? Man ist 12 Stunden lang wach. Mhm. Diese Horror-Story, dass alle irgendwie vors Auto laufen oder aus dem Fenster springen. Das ist nicht so. Also es gibt diesen einen Fall, wo einer, glaube ich, in New York oder so aus dem Fenster gesprungen ist. Das war so ein CIA-Angestellter, der nicht ganz klar ist, ob sie ihn runtergeschmissen haben. Also runtergeschubst haben. Ja, das ist ein bisschen strange. Dieser Typ aus Wuppertal hat mir die gleiche Geschichte mit dem CIA-Agenten erzählt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass LSD-Konsumenten diese Geschichte erzählen, um LSD zu verharmlosen. Denn zum einen ist der CIA-Agent ja nicht gestorben an LSD, sondern er wurde umgebracht. Und zum anderen schien er was zu wissen, was wertvoll war, und auch dafür musste er sterben. Wenn ihr mehr wisst über den Tod von Frank Olson, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hatte das Gefühl, dass er da jetzt nicht wusste, worauf er sich so richtig einlässt, oder? Also ich glaube, man weiß halt auch nicht so richtig, worauf man sich einlässt. Das ist irgendwie so, das ergibt sich dann so. Und da muss man irgendwie vertrauen, dass man irgendwie diesen Zustand überdauert. Der Kunde hat ihn zum Glück überdauert. Er war im Wald. Auf dem Rückweg war es aber grenzwertig, schreibt er später. Währenddessen lässt Trump 500 Plakate in Berlin aufhängen. Werbung für seinen LSD-Shop. Wir treffen den Plakatierer in Neukölln. Sein Name soll keine Rolle spielen. Trump hat ihm 100 Euro zusätzlich gegeben, damit er diesen Job macht. Der Plakatierer ist entspannt. Ich bin es nicht. Das ist so maximal provokativ gerade, was der hier macht. Hier sind überall Polizisten. Hier scheint irgendwie eine Demo gleich loszugehen. Und jetzt werden hier die LSD-Plakate aufgehangen. Es ist so abgefahren. Guckt euch das an hier. Zunächst wirkt es so, als würden sich die Polizisten nicht für die LSD-Plakate interessieren, die vor ihrer Nase aufgehangen werden. Denn eigentlich sollen sie hier auf dem Hermannplatz eine Demonstration sichern. Doch plötzlich werden sie darauf aufmerksam und kommen auf mich zu. Der Plakatierer ist schon weg. So, die Polizisten kamen jetzt gerade auf mich zu, während ich die Plakate gedreht habe und haben mich verdächtigt, dass ich dahinter stecke. Ja, ich musste die Personalien abgeben und kriege jetzt wahrscheinlich Post von der Polizei. Ja, da bin ich mal gespannt. Das war ein Missverständnis. Ich mache hier nur einen Film über LSD. Und der Plakatierer hatte mir gerade noch eine SMS geschrieben, der wurde auch von der Polizei angehalten und wurde dazu aufgefordert, die Plakate wieder sofort abzunehmen, sofort abzureißen vom Hermannplatz. Ja, die hingen da jetzt irgendwie keine 10 Minuten, ne? Und die Polizei ist dann doch durchgeschritten. Das war wohl doch zu provokativ, selbst für die Berliner Polizei. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Friedrichshain, da ist heute Trödelmarkt und Karl-Philipp Trump hat vor, sich da einen Stand hinzusetzen
und sein LSD zu verkaufen, also sein LSD-Derivat, was ja legal ist. Und ich bin mal gespannt, wie Kunden und Organisatoren so reagieren. Und vor allem, wie Karl Philipp Trump sich rechtfertigt mit seinem Stand. Man muss das ja irgendwie erklären, dass man jetzt neben Bockwürsten und Möbeln LSD verkaufen will. Deutschland, du Opfer. Zehn Minuten zu spät. Mag der LSD-Verkäufer garantiert nicht. Ja, wir sind ausgestattet für den Flohmarkt. Was haben wir da so? Da haben wir so also von 5 bis 100 Tabs und es ist so eine Price Range von 22 Euro bis 200 Euro. Findest du das eigentlich selber noch merkwürdig, auf dem Trödelmarkt LSD zu verkaufen? Oder ist das? Nee, ich finde es nicht mehr so merkwürdig, weil ich habe ja schon in Parks verkauft. Jetzt ist der Trödelmarkt eigentlich nur der nächste Schritt. Ich freue mich einfach, das jetzt mal auszuprobieren. Mal gucken. Was erwartest du dir von heute? Ja, ich erwarte, dass innerhalb von 8 Stunden ein Kunde oder irgendein besorgter Anwohner die Polizei rufen wird. Und dass ich wahrscheinlich wieder die Nacht auf der Polizeistation verbringen werde. Wieso? Ja, weil die Polizei eben behaupten darf, dass es sich möglicherweise um LSD handelt. Und das Labor ist ja heute zu, ist ja Sonntag. Und deswegen dürfen sie mich halt mitnehmen. Es wäre okay für dich, jetzt wieder eine Nacht in der Zelle zu verbringen? Ja, das wäre okay für mich, weil es geht ja darum zu beweisen, dass es eben 1-CP-LSD ist. Und nach 2-3 Mal, wenn die Polizei das mit mir gemacht hat, werden sie mich auch in Ruhe lassen und dann ist es halt geklärt. Wir müssen ganz kurz mal gucken, hier Grünberger Straße. Ich weiß nicht genau, ob ich einen Stand habe. Ich vermute aber, dass er mir einen reserviert hat. Und wir gehen jetzt einfach mal hier lang und suchen den einfach. Ja, komm, dann machen wir das mal. Ja. Der Flohmarkt auf dem Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain. Hier werden alte Lampen, Waffeln und Schallplatten verkauft. Mittlerweile hat Trump seinen Stand gefunden. Wir sind gespannt, ob das so hingenommen wird. Jetzt kommt das LSD auf den Tisch. Wie viel LSD hast du heute mitgenommen? Ich glaube, so mehrere hundert Tabs. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viele es sind. Ich habe es nicht gezählt vorher. Aber die Polizei wird es ja, wenn, zählen. Ja. Und dann kriege ich auch Schadensersatz eventuell. Letztes Mal haben sie mir keinen Schadensersatz gezahlt. Aber diesmal würde ich mir warten, dass sie vielleicht schon einen Schadensersatz zahlen. Also mal gucken. Wir haben ja schon den ersten Interessenten. Genau. Ja, das ist der LSD-Store. Das ist ein legales LSD-Derivat, was wir verkaufen. Ist das nicht illegal? Nein, ich sage ja, ein legales LSD-Derivat. Aha. Und ja, das gibt es als Microdosing und als Fulltripping. Aha. Und ja, hier sehen Sie die Preise. Klingt illegal. Ja, und was halten Sie davon? Also ich finde es bedenklich, dass das hier auf so einem öffentlichen Markt angeboten wird. Ich finde das richtig bedenklich und eigentlich, bevor sowas hier angeboten wird, müsste man das eigentlich rechtlich mal abklären. Na, wir haben das rechtlich abgeklärt. Also es gibt ein Rechtsgutachten, das ist eben. Und wo hängt das hier? Das werde ich hier, ich bin gerade am Auspacken. Ich bin grad also hier wird ja mit einem Begriff LSD gearbeitet und ja. Und Aufklärung findet hier ja nicht statt. Und von daher finde ich das eigentlich. Bedenklich, ich will nicht sagen scheiße, aber hier laufen kleine Kinder rum, hier laufen andere Leute rum und dass hier so mit dem Begriff LSD gearbeitet wird, ja. Letztes Jahr wurde Trump auf diesem Platz von der Polizei festgenommen. Heute unternimmt er einen zweiten Versuch. Er ist sich seiner Sache so sicher, er will zukünftig sogar ein Ladenlokal mieten, in dem man LSD nehmen kann. Was geht ab? Ein paar Trödelmarktbesucher bleiben stehen, schauen skeptisch. Es ist eine weitere Provokation mit Ansage. Also es ist ein legales LSD-Derivat, es ist kein LSD. Ja, ich gucke ja auch nur. Nee, sie gucken ja nur. Ich will nicht gefilmt werden hier. Jetzt kommt auch der Organisator des Trödelmarktes dazu. Er will unerkannt bleiben. Von Trumps LSD-Stand ist er gar nicht begeistert und macht dem Ganzen ein Ende. Ich dachte jetzt eher, dass die Polizei irgendwann kommt und dass sie mich dann wieder mitnehmen, um diese Substanz zu checken. Ja. Aber dass der Betreiber mich nicht verkaufen lässt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich meine, streng genommen ist das keine Trödelware, ne? Es ist keine Trödelware, ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Jedes Jahr kommen bis zu 100 neue psychoaktive Stoffe auf den europäischen Markt. Das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, NPSG, sollte diese Flut eigentlich eindämmen. Einige in der Politik halten dieses Gesetz deshalb für gescheitert.
Wie fällt denn aus Ihrer Perspektive dieses NPSG-Gesetz aus? Die Bilanz? Die Bilanz des neuen psychoaktive Stoffe-Gesetzes ist verheerend. Die Ziele waren ja, den Konsum zu reduzieren und den Gesundheitsschutz zu erhöhen. Beides ist überhaupt nicht eingetreten. Die Vorstellung, wir könnten durch eine Verbotspolitik Menschen davon abhalten, bestimmte Stoffe konsumieren zu wollen, das ist naiv, das funktioniert nicht, das zeigt die Realität. Und Sie können bei diesem Wildwuchs von Verkauf zum Teil kurzfristig legal, dann wird rausgefunden, ach, das gibt es, dann fällt es auf einmal wieder unter das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, dann wird es verboten. Und bei diesem ganzen Wildwuchs haben Sie überhaupt keine Möglichkeit, Jugend- oder Gesundheitsschutz wahrzunehmen. Jedes neue LSD-Derivat ist am Ende ein Risiko, so wie LSD ein Risiko ist. Das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz kann aber keine Stoffe verbieten, die noch nicht erfunden sind. Neue Derivate bleiben also immer eine Weile legal, ehe sie verboten werden. Parteien wie die Grünen halten Verbote deshalb generell für überholt, wollen eine vorsichtige Legalisierung bekannter Drogen und Drug-Checking. Andere halten das für gefährlich. Ein CP-LSD zeigt das ganze Dilemma der Drogenpolitik. Das war unser Film über das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Gesetzgebung und Drogenlaboren. Falls euch der Film gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein Abo und ein Like. Und dieser Film ist auch Teil einer Miniserie in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr unten. Drogenrepublik Deutschland heißt die Miniserie. Und falls ihr mal Bock habt auf ein komplett anderes Thema, empfehle ich euch den Film von Samuel über Kannibalismus.